So. Einen wunderschönen guten Abend. Gloomhaut am Start. Es ist Sonntag, der 22. November 2020. 20:01 Uhr. Nabend. Da sind schon die ersten Altbaubiker. Grüß dich, mein Lieber. Ja. Wir haben wieder den berühmten Twitch-Bug. Ich sehe nicht, wer, ob schon überhaupt jemand zuguckt. Ich bin mir sicher, ihr seid alle dabei. Und deswegen ist alles gut. Altbaubiker, weil ich dich schon mal sehe und du schon was geschrieben hast, hört man mich klar und deutlich. Das ist erstmal das Wichtigste. Ah, der Mopa-Freak ist auch da. Na? Wer alles da ist, schreibt einfach kurz in den Chat, ob die Soundkulisse passt. Also hört man Gloomhaut klar und deutlich. Perfekt, alles klar, da kommt schon. Rulord, Servus, Servus, Servus. Ja, wie gesagt, ich kann mal wieder nicht sehen, ob überhaupt jemand dabei ist. Ja, ist schade, dass Twitch momentan so einen Bug hat. Und ja, Stoß zu 007 Bond, grüß dich. Ja, ich werde heute Abend Dark Souls 3 beginnen. Und das Krasse ist, oh, der Bug ist weg. Ich sehe jetzt 12 Zuschauer bereits. Das Krasse ist, wenn ihr irgendwas knirschen hört, ja, hi Frank, Breyer, grüß dich, Lindwurm, Servus, ja. Wenn ihr was knirschen hört, sind es nicht Gloomhauts alte Knochen, das ist Gloomhauts alter Gamingstuhl, okay? Okay, so, ich bin noch so ein bisschen unentschlossen, ja, was ich hier machen soll. Also, ich habe vor langer, langer Zeit, hi Nobo 909, also ich habe vor langer, langer Zeit, habe ich hier mal Dark Souls 3 fast durchgespielt. Das heißt, ein paar Dinge werden mir bekannt vorkommen, manche Dinge halt auch nicht. Ich werde bestimmt grandios scheitern, das gehört aber bei Gloomhaut Gaming dazu. Und jetzt bin ich so am Überlegen. Ne? Also normalerweise gehe ich so Spiele ja immer klassisch an. Wahrscheinlich für die meisten von euch. Hi Löwe, grüß dich. Und zwar spiele ich einfach erstmal so einen ganz klassischen Stärkebild und radiere erstmal alles, lerne erstmal alles kennen und danach kann man sich ja nochmal einen Charakter machen. So, jetzt ist es ja so, dass das ja eigentlich mittlerweile ziemlich langweilig ist. Und ich möchte den Playthrough ja auch Gloomhaut Fail Through nennen. Illy, mein Lieber, habe ich Koop gehört. Illy, Koop kannst du nicht spielen, Illy. Es sei denn, du holst dir endlich mal eine Xbox. Der Illy ist geil hier. Ja. So, okay. Das heißt, wäre ja langweilig, wenn ich wieder ein Stärkebild spiele. Das, was ich eigentlich gut kann. Kleriker wäre auch langweilig. Kann ich ja auch gut. Oder was heißt hier gut? Ja, also wie gesagt, es soll ja alles im Zeichen des Gloomhaut Fail Through Part 1 und dann bis, keine Ahnung, bis wir durchgespielt haben, komm. Okay, deswegen wäre so die Überlegung, ob ich mir nicht mal etwas zutraue, was irgendwie totale Kacke ist, was mit Sicherheit schon alle von euch gespielt haben, und zwar ein rein Dexbild mal. Ein Dexbild, der, hi Panik, 82, grüß dich. Ein Dexbild, der, sag ich mal, ach, der Bildschirm geht immer dunkel, ein Dexbild mit einer Nuance Zauberei. Jetzt ist das so eine Sache, ne? Jetzt denke ich mir so die ganze Zeit, Also, wenn mich nicht alles täuscht, hat ja der Söldner diese Twin Blades von Anfang an, ne? Also diese Doppelschwerter. Ja, genau, wir nennen ihn Fail Through. Ja, so, jetzt wäre halt die Überlegung, ob man halt mal so ein Twinblade Decksbild mit irgendeiner Kombination an Zauberei macht. Intelligenz oder Faith, also Glaube. So, jetzt ist ja so, ich muss ja gar nicht perfektionistisch denken, weil ich spiele auf der Xbox und Crossplay gibt es leider nicht, noch nicht. Und
Und deswegen kann ich mich ja frei entfalten, wie ich möchte, weil weder Koop geht noch PvP. Zumindest mit den meisten von euch nicht. Ja. Okay, also könnte ich jetzt natürlich sagen, okay, ich starte den Ritter, mach so ein Twinblade Darkmoon Facebuild. Wie gesagt, Decks komme ich nie mit klar, finde ich furchtbar eigentlich die Spielweise. Oder ich starte den Söldner, da habe ich die Schwerter ja direkt. Das ist richtig, ne? Der Söldner, wenn ich das richtig sehe, da hat er hier so zwei Schwerter, ne? Das sind doch bestimmt die Twin Blades schon, oder? Oder gibt es andere noch im Spiel? Ja, so. Hier wäre, da hier Glaube niedriger ist als beim Ritter, wäre hier wahrscheinlich die Kombination ein Intelligenzbild mit den Twin Blades zu machen. Also so ein Cellsword, Spellsword-Bild. Vielleicht auch nicht schlecht. Na? So, jetzt ist halt die große Frage. Ne? So, jetzt kann man sich's einfach machen. Man nimmt den Ritter. Ne? Der Ritter ist immer einfach. Der hat zu Anfang erstmal ordentlich Bums. Und damit schnetzelt man sich auch wahrscheinlich bis zu den entsprechenden Twin Blades ja durch. Die ich auch glaube noch weiß, wo sie liegen ungefähr. Schwierig. Es gibt so ein bisschen was, ne? So. So, da ich nicht wirklich perfektionistisch sein muss, könnten wir eigentlich mit dem Ritter starten. Und genau, wir starten einfach mal mit dem Ritter. Ah, okay. Gibt Doppeldagger, Doppelkatana und der ganze Scheiß. Der Yoltin Joe, mein Lieber. Gude. So. Yoltin, mein Handy ist laut. Ja. Und wir zwei wissen warum. Und wenn du es hörst im Stream, dann schreib rein. Oder schreib, du hast eine Nachricht oder sowas. Okay. Okay, gut. Also, fail through. Okay. Was haltet ihr davon? Wir machen einen Ritter. Wir machen Twin Blades. Und da ich Intelligenz eigentlich überhaupt nicht leiden kann. Ja. Gehen wir auf Face später. Also ein Dark Moon. Ja. Ich weiß zwar nicht, wie man das in dem Spiel erreicht. Aber. Ihr seid ja eine Riesen-Community. Ihr werdet dem armen alten Gloomhaut auf jeden Fall helfen. Und letztendlich. Ich gucke zu viel in den Chat. Altbau-Biker, nicht zu viel verraten. Nach dem zweiten Boss schon. Okay, ich schaffe ja nicht mal den ersten. Ja. Okay, passt auf. Wir machen den Ritter. Gut, also wir nehmen den Ritter, nur damit ihr seht, wie bescheuert ich aussehe. Hier, das bin ich. Alt und ranzig, ja, dunkel. Ich finde irgendwie diese Dark-Charaktere irgendwie ganz witzig. Ich habe natürlich auch noch andere Favoriten. Das sieht mir vielleicht am ähnlichsten, bis auf die Narbe, im richtigen Leben. Falls sich einer fragt, wie der Gloomhaut vielleicht wohl aussieht. Hi Dario, grüß dich. Und hier habe ich mal probiert, irgendwie Leonidas nachzubauen. Sieht auch ein bisschen komisch aus. Das ist, keine Ahnung, eine Frau. Und das ist auch ganz witzig, ne? Für die, ne? Also den kennt man ja, God of War, ne? Kratos. Aber gut, wir machen mal den alten ranzigen Gloomhaut, so wie ich halt später irgendwann mal aussehe. Wobei der Bartwuchs, na doch, der könnte noch klappen. Okay, gut. So, Ritter, wir nehmen eine herrenlose Seele, damit wir gleich leveln können. Okay, Ritter sagen wir, kann man nichts falsch machen. Eigentlich mag ich überhaupt nicht mit so einer Klasse anzufangen. Ich finde die irgendwie zu einfach. Ne? So, Fabrice, grüß dich. Oh, Fabrice, du hast eine PS5 und spielst gerade Demon's Souls. Ja, dann viel Spaß, mein Lieber. Ja, das suchtet, das verstehe ich. Achte immer auf die Welttendenzen. Und auf die Charaktertendenzen. Da liegen ein paar geile Sachen drin versteckt. Nicht so schwer. Ja.
Ja, ich glaube, Henriette ist böse, weil ich letzte Woche es habe einfach ausfallen lassen, aber das ging nicht anders. Gut. Okay. Ritter, männlich, Glumord, alt, herrenlose Seele, Twinblades sind das Ziel. Na dann. Los geht's. Das müssen wir uns nicht mal angucken, das kennt ihr alle. So, warte mal, jetzt machen wir uns erstmal hier mal ein bisschen schick. Ja. Können wir erstmal alles weg hier, vielleicht noch die Hose anbehalten. Ah, so kann man es erstmal starten. Tagchen. Ja, da musste nicht mal zweimal zuschlagen, da reicht ja schon ein Schuss. Ihr guckt in den Stream, ob soweit alles passt mit der Tonlage. Ich habe noch ein bisschen rumgespielt. So, ein bisschen Seelen. Nackter Glue. Fabrice, hau rein. Ja. Mach alles schön platt. Ja, hab Spaß. Und vielleicht geselle ich mich ja irgendwann mal dazu. Wenn der Stream hier so ein bisschen voller ist, werde ich aber ein bisschen was darüber erzählen, warum Glubert, die arme Sau, hier, Backstab üben, immer noch keine PS5 hat. Oh. Backstab üben, ne? So geht er nicht, liebe Kinder. Ja. Weiß nicht, wollen wir die. Hey, was ist mit dir los? Ich weiß nicht, wollen wir die Echse gleich machen? Ja, die können wir ja. Wir können sie ja cheaten, ne? Na, hier war doch noch einer. Huhu! Daneben. Ja, so ein Ritter ist schon lustig, ne? Der hat schon Bums. Ja. Die Echse Chi, also Che, nee, wie heißt das? Cheesen? Oder, ne? Diese Jugendsprache, die liegt mir nicht so. Also zur Frage vom Mopa-Freak, also ich würde mal stark vermuten, ja, dass es so war wie früher, ne? Die Welttendenzen, wenn du online spielst, hast du, wenn du halt eine Welt startest, hast du erstmal den Durchschnitt aller Welten, ja. Und genau, Altbaubiker, Käsen heißt das, ja, schön abkäsen. Ja. So, und wenn du das hast, dann war es früher in der Regel so, es war immer etwas leichter weiß. Somit hattest du es leichter gehabt, natürlich eine komplett weiße Welttendenz hinzukriegen. Ich gehe mal davon aus, dass es heute genauso ist. Ja. So. Natürlich kannst du dich hart treffen und die durchschnittlichen Tendenzen sind auf einmal dunkler, aber ja, dann empfiehlt es sich vielleicht auch eher offline zu spielen, aber es war früher schon so. Ich denke mal, das ist auch heute noch so. Ich weiß nicht, der Illy zockt ja auch. Der Illy kann ja vielleicht ein bisschen was darüber schreiben. Während ich hier rumfehle, wie so ein Depp, ja, kann der Illy euch ein bisschen die Welttendenzen erklären, würde ich vorschlagen. Der ist da Profi drin. Ach komm, wir käsen den hier raus. Ja. Oder obwohl, komm, ist eine gute Übung. Hoppala, sag mal hier. Geht's noch oder was? Altmeister. Uhuhu. Naja, der nimmt ja keinen Schaden, der Esel. Ja. Ja. Ja, den Atem, den müssen wir uns nicht geben. Das ist nicht gerade sexy. Das müssen wir uns auch nicht unbedingt geben. Und dich muss ich mir sowieso nicht geben, aber es wäre ganz nett, wenn ich jetzt mal zustechen dürfte. Du Esel. Hui! Ist doof, dass die Markierung immer wieder verloren geht, weil der hier rumrollt wie so ein Depp. Ja, mach du mal Eis. Ne? Seid ihr gegönnt. Ui, 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 ui. What the fuck? Nee, 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 wir machen hier keine Faxen. Nee, 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 auch da, auch die machen wir nicht. Ja. Schleich dich, schleich dich. Guck mal hier. Oh, das wird doof.
Ich weiß genau, dass ich kurz davor voll abfehlen werde. Ja. Weißt du, das Rindvieh liegt fast und dann mache ich einen scheiß Fehler. Uhu, Blasebalg. Ah, kurz vor, kurz vor. Alter Schwede. Oh, 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 oh. Immer schön auf die Ausdauer achten, ganz wichtig, meine Damen und Herren. Fuck. Ich weiß nicht, reicht das bisschen? Ah, du könntest mal ein Atemgold nehmen, mein Freund, du stinkst ganz schön. Ey. Oh, nicht zu viel wollen, Gloomy. So viel Schaden machen wir nur auch nicht. So viel Schaden machen wir noch auch nicht. Na komm, stirb. So, so wird es gemacht. Ihr Lieben. Easy peasy. Gloomod ist voll da. Ihr seht, es läuft. Ja. Idi, hast du den gepackt beim ersten Mal? Oh Gott, habt ihr schon wieder viel geschrieben? Das ist ja furchtbar. Ja. Platin Offline? Was für eine Platin Offline? Ich mache hier keine Platin. Ja. Seid ihr irre? Ja. Ach so, ihr seid bei Demon's Souls. Okay, verstehe. Nein, ich denke nicht, dass man den Kram offline machen muss. Das ist ja, das glaube ich einfach nicht. Ja. Wie gesagt, ich meine, ja, ich habe ja keine PS4, sonst könnte ich PS5, sonst könnte ich es euch ja zeigen. Aber ich gehe mal stark davon aus, dass sie, wie gesagt, dass man eine Durchschnittswelttendenz hat und das reicht ja dann auch. Ja. So. Okay. Das erste Hürdlein hätten wir geschafft. Ich mache jetzt mal hier keinen Speedrun oder sowas. Ne? Ich mach mal ganz locker flockig. Ne? So Gloomod-Style, so ein bisschen schnacken mit euch. Ne? Ab und zu mal was wegstechen. Ein bisschen Items sammeln. Ne? Wir wollen ja. Oh, Junge, wo kommst du denn her? Die Reflexe heute sind gut. Es muss an dem neuen Bier liegen. Weil das neue Bier, was ich heute trinke, ist Lagerbier hell. Helles Vollbier. Ich bin bestimmt voll danach. Zum Wohl, meine Lieben. Ah, ihr dürft euch nicht von umständlichen Dingen stören lassen, ja? Umständliche Dinge sind geil. Ja? Ich habe ja neulich beim Illy zugeguckt, das war ultra lustig, ja, da war der dumme Kronos dabei. Junge, war der genervt von Demon's Souls. das war aber wieder so urkomisch, ja, auch wenn Domi vielleicht heute zuguckt, es tut mir echt leid, aber ich muss das mal sagen. Oh, hoppala, ja, da schießt einer Raketen, ja. Das Urkomische war halt einfach, ja, er mag die Spieleserien, er will sie auch machen, also er will es auch spielen, aber die Ruhe, ne, die ist da, ja, sie fehlt so ein bisschen. Ne? Nur so ein klein bisschen, nicht viel. Ach, jetzt schießt der Knilch da unten wieder. Das ist ein bisschen albern. Du musst nicht in die falsche Richtung rollen hier, sonst legen wir doch gleich auf den Boden unten hier. So, hier haben wir doch schon schön alles abgegrast, oder? Würde ich mal sagen. So. Ah, First Boss, ne? Ach, der ist immer so ätzend. Eigentlich hätte ich mir die Brandbomben nehmen sollen, nicht Depp. Ja? Wäre eigentlich besser gewesen. Warum zum Geier habe ich überhaupt sowas hier in der Tasche? Ist doch Blödsinn. Und das hier braucht man auch noch nicht wirklich. Ah, ne, warte mal. Ich hab doch Brandbomben. Was ist denn das hier? Wo hab ich die denn her? Hab ich die irgendwo gefunden? Ei, hab ich die irgendwo gefunden? Ja. So, wir gucken mal kurz in den Chat. Ach so, ja, die Idee erzählt ein bisschen gerade über Domi. Nein, alles gut. Ja, ich meine, klar, wenn gewisse Dinge einfach nicht gehen, ja, neue Technik, ja, man kann das Spiel nicht genießen und so.
Herrgott. Ja, dann lässt man es halt irgendwann an einem wunderbaren Spiel halt raus. Ja. Okay. Ich mache mal so ein bisschen Bossfight. Nur so ein bisschen, aber. Hoppla. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Komm, Jungschen, hau ab. Nee. Willst du mir gleich hier einen Gloomhard-Fail reinhauen oder so? Nicht, mein Freund. Ja, das kannst du machen. Das ist okay. Oh, 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 oh. Na, komm her. Nein! Kacke! Ah, ich wollte doch alles im First Try. So, das liegt daran, dass ich hier ständig in den Chat gucke, ja? So, ich trinke noch mal ein Bier. Der Ritter ist ja voll scheiße, den ihr mir da empfohlen habt. Ja. mit einem anderen Charakter hätte ich hier ja locker gelegt. Ja, vielen Dank nochmal. Für nix. Das werde ich euch nicht vergessen, ja. Oh, alter Schwede. Jetzt sterbe ich hier, Achtung. Das wär's noch hier. So, komm mal her. Leichnam plündern. Na gut, die erste Phase hat mir ganz gut gemacht. Die zweite war ja mega kacke. Ja. Und jetzt habe ich keine Dings mehr, ja. Oh, und er lebt auch schon. Oh, ich muss meine Seelen holen. Ja. Wir umlaufen ihn erstmal ein bisschen locker flockig. Und kriegen wahrscheinlich direkt eins auf die Schnauze. Na, das dachte ich mir schon. Gib meine Seelen her, du Hirsch. Danke. So, pass auf. Obres. Na komm. Ich kann euch gar nicht beschreiben, wie ätzend ich den jetzt finde, weil ich ihn nicht von Anfang an gepackt habe. Huiuiui. Na gut. Ah, ist das ein Scheiß, ja. Ich weiß noch, das letzte Mal, als ich den Teststream gemacht habe, war das ja easy. Ja. Oh, pass mal auf, wir machen das mal so. Das könnte ein bisschen härteres Unterfangen jetzt werden, weil ich habe ja nichts mehr an Leben, aber das habe ich jetzt mal extra gemacht, nur um euch noch ein bisschen Spaß zu geben. Ja. Na gut, okay, der Spaß war doch zu viel. Es liegt nur an dem Ritter, ja. Und es war eure Empfehlung, ja? Das werde ich euch nie verzeihen, ja? Das wird ein prima Abend. Wir werden jetzt die ganze Zeit an dem Boss hängen. Ich lache mich jetzt schon kaputt, ja? Ist das geil, ja? Wie viele Abonnenten habe ich schon verloren? Kann ich die Waffe schon mal aufwerten? Das wäre echt gut. Ah, Glumod hat Spaß. Das ist Wix. Oh, ey, warum hat der mich jetzt noch getroffen? Das ist ja nervig. Ja, du kannst mal deinen Feuerpfeil woanders hinschießen, mein Freund. So. Das Wichtigste ist die Seelen holen. Wo liegen sie? Was? Da hinten?
Das ist ja ein Witz. Wieso denn da? Da bin ich doch gar nicht. Bin ich da gestorben? Daran kann ich mich ja gar nicht erinnern. Ey, gegriffen wird hier nicht. Oh, dass das trifft. Okay, wir saufen jetzt mal was. Und dann entspannen wir uns mal. Ah, Jesus Maria. Das war jetzt nicht sehr entspannt. Eieiei. Okay, jetzt wird's hässlich. Komm, trink. Jetzt wird's nochmal hässlich. Und jetzt wird's gleich nochmal hässlich, weil ich in der Ecke bin. Ach, bin dir, du Saftsack. Weil ich nervös geworden bin. So. Ja, in der Tat, normalerweise, ich wette mit dir, wenn ich noch mal ganz neu anfange, liegt er sofort. Ja. Sofort aber. Da wette ich mit dir. Ja, ich sehe schon die ersten schlauen Sprüche im Chat. Anvisieren und umzirkeln, Glumort. Ganz einfach. Was ist los mit dir, ja? Du Pfeife, ja? guck doch mal, wo meine Seelen liegen. Das ist doch nicht normal. So, pass auf. Tja, der hat wehgetan. Der war unnötig. Der war auch unnötig. Okay, er verwandelt sich. Dann können wir mal was saufen. Nein! Ich dachte schon, es wird nichts. Genau, Frank. Einfach nicht treffen lassen. Ja, das sind die besten Tipps, ja, die ich an meiner Community so liebe. Ja. Guhu, Glumort hat es geschafft. Ja. Leuchtfeuer entzünden. Was bin ich für ein Tier heute? Ja. So. Alle, die ich bis jetzt nicht gegrüßt habe und reingekommen sind, fühlt euch gedrückt von mir. Ja. So. Der Illy. Der Koop-Illy. Ganz nah umkreisen hinter ihm und so weiter. Jawohl. Machen wir. Das nächste Mal. genau. So. Also, jetzt stellt euch mal vor, Bluepoint würde hiervon noch ein Remake machen. Das wäre was, ne? Das wäre doch was. Da wird es ja noch geiler als geil aussehen. Ja. Okay, wir schleichen uns jetzt mal hier so ein bisschen rum. Da hinten ist ja so diese Katana-Tante, die man ja auch mit einem kleinen Trick ja auch über den Jordan schießen kann. Warum ich das mit dem Backstep noch nicht so drauf habe, das muss ich mir auch nochmal überlegen. Irgendeine Tastenkombination fehlt momentan. Ja. Na gut. Wir gucken uns mal ein bisschen um. Weil, wie gesagt, ich habe es ja schon länger nicht mehr gezockt. Ja. Ja, mach du mal, Schnuckelhase. Mach du mal. Ja. So, schwindelige Seele. Schwindende Seele. So. Wie war denn das nochmal? Man kann da irgendwie so total hohl. Pass auf, das Katana-Mädchen probieren wir gleich mal.
Ich weiß gar nicht, ob ich die brauche. Erstmal Bloodborne, okay. Aua, den habe ich vergessen. Ja. Wenn Bluepoint die macht, ja. Nee, ich glaube beim Backstab vergesse ich nach vorne zu drücken. Ich glaube, das ist noch so das Problem. Und ja, näher ran kann auch nicht schaden, das stimmt schon. Ja. So, wartet mal. Was ich mal ausprobieren wollte, irgendwie gab es hier so einen komischen Trick. Halt. Ist hier weg. Ist da rein, ne? So, warte mal. Genau. So. Das kann man machen. Und man kann einen schubsen, ne? Okay, wir entzünden erstmal das Feuerchen. Dann können wir vielleicht mal das Katana-Mädchen oben versuchen, mal hinzulegen. Ich glaube, dann kriegt man ja auch sofort was, ne? Die Frage ist, ob das bei meinen Werten schon reinpasst, ne? Was wir aber mal tun können, Moment, wir können uns erstmal den Silberring und so holen. Das gehört ja eigentlich bei jedem Run dazu. Wieder falsch rum hochgelaufen, das ist wieder typisch Gloomhaut. Warte mal. Ne, da nicht. Ah, ich werde mich hier immer verlaufen, ja. Also Silberringe und so, das holen wir uns jetzt schon mal. So, jetzt probiere ich mal. Ich habe gehört, dass es besser ist, von hier anzulaufen. Naja, Glumot. Jetzt müssen wir nur den Baum treffen, ne? Okay. Ich verstehe nicht, wie die ganzen YouTuber das immer machen. Na komm. Ich fehle von der Seite einfach ein paar Mal. Für die, die es jetzt schon langweilt, kommt in einer halben Stunde wieder. Ah, fast. Ach Gott, ey. Wie machen die das? Ja, da guckst du bei so einem Speedrunner zu. Ja, und der rennt dann einmal gegen den Baum und ist auf der anderen Seite. Das ist doch nicht zu fassen, ja. Ne? Hast du nie hinbekommen, Illy? Ich brauche auch immer nur so 30 Versuche, aber irgendwann klappt's. Man muss halt irgendwie... Also irgendwie hier auf die Wurzel da oben kommen und dann kannst du einen Jump darüber machen. Ja. Nur manchmal ist halt der Winkel ein bisschen komisch. Oh, guck, da wäre es fast passiert. Und manche laufen den Baum von hier an und schaffen es dann darüber. Aber keine Ahnung, das ist bei mir auch immer jedes Mal ein Krampf. Aber es lohnt sich einfach, das zu machen. Natürlich nicht in einem Stream, wo man die Zuschauer langweilt. Aber wenn man es selber macht, dann ist es eigentlich ganz geil. Übrigens habe ich heute gesehen, zumindest bei mir auf dem Kanal hat einer geschrieben. Ja, Backpedals wäre auch gut. Wir können auch noch das Item hier mitnehmen. Jawohl, jetzt haben wir's. So, hat nur 20 Versuche gebraucht. Okay, los geht's. Jetzt können wir uns hier ein bisschen umgucken. Nicht runterfallen. Ich weiß gar nicht, ich bin noch nie hier drüben lang gelaufen. Kommt da irgendwas Böses? Oder ist es einfach nur... Hier ist vorbei, ne? Wahrscheinlich falle ich gleich runter und muss die Sprünge gleich nochmal machen. Guck mal, da, ach, guck mal hier. Von hier aus könnte man die doch abknallen. Ah, jetzt habe ich sie getriggert. Das ist aber doof. Aber gut, man kann sie ja resetten. Das ist ja nicht das Problem. Wo ist sie denn? Man kann sie doch von hier oben fertig machen, die Nudel. Da brauchst du ja nur... Ach Quatsch, wir probieren die so. Ja. Genau, so jetzt hier rein. Du musst auch kerngesund bleiben, wenn du hier bist. Ja, ist gut. Ja, ist gut.
So, Esto-Scherbe ist schon mal gut. So. Genau, ich glaube. Na. Was will ich machen? Ablegen. So, jetzt haben wir schon mal eine große Titanitscherbe, aber ich gehe ja eher auf so ein Sharp-Bild, ne? Also Schärfe. War Titanit für Scherbe? Ich weiß es nicht mehr. Ja. Gut, jetzt gehen wir hier durch die unsichtbare Tür. Das muss ich sagen, fand ich bei Bloodborne eigentlich ganz geil, dass es so einen Käse nicht gab. Ja. Jetzt muss ich ständig überlegen, wo war denn schon wieder eine Tür und lalala und hast dich gesehen. Naja, gut, okay. Jetzt haben wir schon mal auf jeden Fall unseren ersten Ring. So, da kriegen wir auf jeden Fall mehr Seelen. Das ist auch schon mal gut. So, jetzt habt ihr ja das letzte Mal gesagt, lieber Glumot. Oh Gott, hoffentlich sterbe ich jetzt nicht. Nee. Lieber Glumot, folgendes: Wenn du hier leveln willst, dann ist es besser, wenn du deine Seelen verkaufen gehst. Nicht, dass ich nicht hier jeden Tag meine Seele verkaufen würde. Ja, aber. So. Also hier, ne? Jojo. Gegenstand verkaufen. So, jetzt gucken wir mal. Genau, das hier. Da sieht man auch gleich den Wert. Okay, der Tipp ist gar nicht so verkehrt. So, jetzt können wir auf jeden Fall ein bisschen leveln. So, die Frage ist, ob ich mir dann halt direkt das Katana hole. Probieren könnte man es ja, ne? Welcome to the bond. I tend the lords to this end. Very well, then take nourish. So, ganz wichtig zu Anfang ist eigentlich hier, ne, dass wir direkt in Geschicklichkeit reingehen. Wenn ich ja das Katana wirklich kriege, wartet mal. Kennt ihr rein zufällig, wie viel Stärke das Katana braucht von der Frau? Weiß es einer? Immer dieser Lag beim Chatten, ja, das ist ja echt nervig, ja. Vierzehn Stärke, okay. Okay, pass auf, wir machen das mal so. Dann machen wir mal den hier. Dex, was braucht's Dex? Ich meine, die Frage ist, ob ich es hinkriege, dieses Katana zu kriegen. Ja, das wird sowieso ein Spaß werden, ja, das irgendwie zu holen. Ne? Ansonsten könnte ich natürlich zu den Twin Blades versuchen, durchzumarschieren. 16 Decks, okay. Danke. So, dann könnten wir ja natürlich halt irgendwie direkt hier ein bisschen was in die Vitalität reinpushen. Und, Ah. 16 Decks. Okay, Leute, jetzt wird's lustig. Henriette! Schönen guten Abend. Um die Uhrzeit noch ein Kaffee, Henriette. Da liegst du ja die ganze Nacht wach. Grüß dich.
Ja, das werde ich schon probieren, da an der Seite mich hinzustellen. In der Regel kenne ich den Trick, ja. Ich blocke es halt mit doppelt, ne? So, jetzt ist halt nur die Frage, gehe ich hier gleich in Stärke rein? Brauche ich es jetzt wirklich? Ja, nein. Wie heißt die Trulla denn da oben? Also wenn es das Uchi ist, ja, dann dürfte es weniger sein, ne? Das ist klar. So, Moba sagt aber 14 Strengths, Altbaubreaker sagt 16 Dex. Die Strengths wären nochmal wichtig. Komm, schlag's nach für mich. Ja, den Rest lasse ich mal so gelevelt. Ja, da würde ich mir nochmal hier einen kurz gönnen. Ach so. Ist das echt keine Trolle? Ich dachte immer, es wäre. Oh Gott, wie peinlich. Ja. Wie heißt denn die Drulla? Ja, die Drulla ist Meister und hat einen Bart. Ich gehe kaputt. Ja. Okay, gut. Also, ihr seid der Meinung, ich brauche nicht mehr Stärke, als ich habe. Okay. Halt. Oh, komm, gut. Da gehen wir noch mal ein bisschen auf Geschicklichkeit. Ja. Wobei, komm, das reicht erstmal. So, dann gehen wir hier noch mal auf Wit. Vitalität. So, alles klar. Okay. Gut, dann tut es auch nicht weh, wenn es jetzt. Wenn ich da jetzt 18 Mal was verliere. Ah, ist geil. Die Trolla ist Meister. Hat einen Bart. Ich gehe kaputt, echt. So. Estus Flacon verstärken. So, soweit haben wir ja schon mal. Okay. Ja, es ist mega gut, dass ihr mir helft, das Spiel zu verstehen. Gott, wie peinlich, ja. Ne? An alle Damen im Chat, ne? Wenn ich manchmal so rede, ja, Mopa, alles gut, nichts passiert. Also, das ist nicht böse gemeint, ne? Definitiv nicht, ja. Ich bin ein super offener, entspannter Typ in alle Richtungen. Egal was. Da oben ist das Tor zur Hölle, ne? Ah, Leute, Leute, Leute. Leute, Leute, Leute. Ja. So, sag mal, ich laufe hier rum wie so ein Bekloppter. Ja. So, da geht's noch raus. Okay, gut. Also, wir versuchen mal, das Katana zu holen. Es kann sich nur um 100 Versuche jetzt handeln. Dem könnt ihr euch sicher sein. Ich kill hier aber noch mal ein bisschen was weg, was mich stören könnte. Weil nämlich ich keine Lust habe, in irgendwas reinzulaufen, wo mir dann irgendeiner doof kommt. Und du, hier, Nickerchen gemacht oder was? So nicht, mein Freund. So. Also. Okay. So, warte noch mal. Das ist blocken, das wäre auch eine Möglichkeit. So. So, und das ist jetzt so Doppelblock, ne? Okay. Gut. Where are you? Come to me. Tschüsschen. So, jetzt müssen wir das Spiel neu laden, oder? Richtig? Okay. Dann laden wir. Spiel verlassen.
es ist am Anfang immer laut. Ah. Oh, jetzt ist besser. Ja. Fortfahren. Käsen, genau. Das haben wir gekäst. Ja. Den Kristall-Lizard, den haben wir am Anfang eher so richtig professionell gemacht. Der erste Boss. Ja. Ah, da oben liegt das Item. Sehr gut. So, jetzt ist es wahrscheinlich gepatcht. Ja. Gewänder des Meisters. Also diese Trulla trägt auch noch Männerklamotten. Ach, herrlich, herrlich. Okay, gut. Gucken wir mal, was es kann. Uchigatana. Ja, ich glaube, das ist ein ganz witziges Schwert. Wobei das so ein bisschen aus Blut aus ist. Ne? Was jetzt... Obla. Was jetzt... nein, sag mal. Was jetzt nicht so Dings ist, aber... aber ich sag mal so. Ne? Da haben wir es doch. Ach, herrlich. Herrlich. So, hier ist auf jeden Fall alles zu. Okay. Ach so, ich wollte noch die Klamotten tragen, ne? So, warte mal. Ritter Gamaschen. Handschuhe des Meisters. Und Gewänder des Meisters. So, wie sieht es jetzt aus? Sieht ein bisschen komisch aus, ja? Ich finde es immer so klasse, ne, dass so ein Meister immer in so Lumpen rumläuft, ja? Weiß nicht. Boah, da bleibt kein Auge mehr trocken hier, ja? Mit dem Schwertchen, ja? Das Schlimme ist echt, Decksbild, oh Gott, das wird so furchtbar für mich. Ich weiß jetzt schon, dass ich so furchtbar scheitern werde in dem kompletten Spiel. So, hier oben war aber auch noch irgendwas zu holen, glaube ich, ne? Ja, da ist auch noch was. So, ein Heimkehrknochen ist auch immer gern gesehen. Okay. Dann wollen wir uns vielleicht einfach mal ins erste Gebiet wagen und wollen einfach mal ein bisschen Spaß haben, oder? Ja. Henriette, ich kann dir nur versichern, du hast den ersten Boss verpasst. Das war ein Spaß, sage ich dir. Ich habe 8 Versuche gebraucht oder so, das war irre. Ja. Das war wirklich irre. Ja. Und Henriette, ich habe so ein bisschen... Geht's endlich los? Ja, genau, Tänchen, ja. Also Henriette, ich habe ein bisschen auf dich gehört. Nein, Ludex fürs Reich, ich bitte dich. Ich bin total gescheitert. War voll peinlich. Das liegt aber daran, dass die Jungs hier und die Mädels hier mir einen Ritter empfohlen haben und es geht gar nicht. Ja, das geht gar nicht. Also ich habe ein bisschen auf dich gehört. Ja, ich werde kein rein Stärkebild spielen. Ich werde einen Spell Sellsword spielen, also Twin Blade mit Zaubern. Wobei ich mich schon auf Glaube wahrscheinlich fokussieren werde. Das liegt mir einfach, glaube ich, besser. Aber ich spiele etwas, was ich sonst nicht kann. Ja? So, deswegen wird es bestimmt lustig und deswegen nennen wir das Ganze auch Failthrough. Okay. Gut. Ach Gottchen, Leute, ja. Sieht ein bisschen lustig aus mit den Lumpen, ja. Ich meine, das passt auch zu meinem Style so ein bisschen. Vielleicht laufe ich den ganzen Abend so rum oder das komplette Spiel. Mal gucken. Ja. Irgendwie sowas, ja. So, jetzt werden wir erstmal die hohen Mauern von Lothric jetzt erstmal ordentlich schwindlig spielen. Das definitiv. Ich glaube, hier kann man auch immer so ein bisschen PvP machen. Ja, Tension, ich würde auch gerne Stärke spielen, aber Henriette hat es mir verboten. Und du weißt, wenn Frauen dir was verbieten. Oder ich sag mal so, höre auf deine Frau. Habe ich das gerade gesagt, Henriette? Let's go! Okay, haben wir ein bisschen Spaß, komm. Ich mach ganz entspannt, ich räume auf. Ja, ich mache ja gar keine Gefangenen. Oh, okay. Dich hätte ich vielleicht gleich fangen sollen. Junge, 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 Junge.
Wisst ihr, das meine ich, ne? Mit einem Strength-Build. Oh, den Glockenheilige müssen wir gleich mal weghauen hier. Mit einem Strength-Build fallen die doch viel schneller. Ja. Ich muss jetzt so ein Weichei-Ding spielen hier. Und dann noch alle Zauber analysieren und eieiei, das wird Spaß, sag ich euch, ja. Okay, Leute. So, wer von euch hat denn schon eine PlayStation 5? Ich weiß, warte mal. Der da muss weg. Ich weiß, dass der Illy eine hat und er sehr, sehr glücklich ist. Ja, er auch schon fleißig spielt. Demon's Souls natürlich, was natürlich als Launch-Titel natürlich ganz klar gezockt werden muss, ist keine Frage. Yolten Joe hat auch schon eine. Oh. Der wollte mir ein bisschen wehtun, ne? Halt auch schon eine und ja. Mit beiden habe ich ein bisschen gequatscht. Beide sind super glücklich. Bei beiden funktioniert's. Ja, Frank Bayer, ich brauche auf jeden Fall. Oh! Junge, was ist denn mit dir los? Ich glaube, ab und zu heilen ist gar nicht verkehrt, ne? So, nur so ab und zu. Ja. Und mit beiden so ein bisschen gequatscht. Das obligatorische Fernglas. Ich bin jedes Mal froh, es zu finden. Wenn ich das nicht hätte, ich weiß nicht, wie ich das Spiel schaffen würde. Ehrlich. Ja. Wirklich, das. Das würde nicht gehen. Und ich freue mich auch für beide wirklich, dass sie eine Konsole gekriegt haben, dass sie auch wirklich eine leise haben. Ja, weil, ich weiß nicht, kennt ihr das Video von Dr. Unboxing? Der hat ja eine furchtbar laute gehabt von Sony, gestellt bekommen. Und das war echt unfassbar, lauter als eine PS4 Pro und eine PS4 Pro. Ist ja schon wirklich, also abartig, ja, wer The Last of Us 2 drauf gespielt hat oder Red Dead Redemption 2 oder sowas, das ist ja eine Boeing 747 im Raum, ne? Also furchtbarer Klang. Und die war so laut, die rattert so richtig, ja, wie so ein Rasenmäher, ja, also unfassbar laut. Das war doch hier Gold des Kieferharz, naja, das kann auch wichtig werden. Wo sind wir jetzt eigentlich? Achso, hier sind wir. Okay, gut. Wollen wir ein bisschen orientieren. Wie gesagt, schon länger nicht gespielt, das tolle Spiel. Und ab und zu muss ich einfach mal gucken, wo was abgeht. Ich jetzt auch immer zwei Schläge brauche für die Knilche hier. Ist doch langweilig. Ja. Und er ist dann wirklich geschafft, sich einfach nochmal irgendwie 6 Stück zu besorgen. Und das Schockierende fand ich in dem Video, dass die alle, also wirklich alle ausnahmslos, so einen penetranten Klang hatten. Das war furchtbar. Ja. Und so ist der Gloomhouse so ein bisschen nachdenklich geworden und hat gemeint, Junge, also wenn das jetzt schon wieder so losgeht und also ich habe wirklich angefangen, Sony zu hassen für die PlayStation 4. Wirklich. Also ich bin Gamer, ja. Ich möchte Spiele spielen, ja. Und im Endeffekt, eigentlich ist mir die Plattform egal, aber wenn ich gezwungen werde, Kopfhörer zu tragen, was ich nicht immer möchte. Ja, das ist einfach so. Dario, deine PS4 ist eigentlich ganz ruhig. Ach, ich weiß nicht. Es fällt mir so schwer, dir das zu glauben. Ist es eine Pro? Weil wenn es eine Pro ist, die sind alle laut. Da gibt's kein Wenn und kein Aber. Es sei denn, du spielst Pokémon drauf. Wenn es darauf gibt überhaupt. Ja. Also, um es ein bisschen abzuschließen, also mich hat das so genervt, ja, dass ich so ein bisschen geflüchtet bin von der Plattform. Ne? Und ich war so froh, und ich bin es eigentlich auch immer noch, dass ich so Spiele wie die Dark Souls-Serie wirklich auf einer Xbox spielen kann, weil die Xbox One X ist wirklich fantastisch. Ja, ja, also, so. Und es waren alles so... Oh, el hombre, was los? Warte mal. So. Naja. Oh, gleich tötet mich dieser scheiß Pfeil da hinten, ja. Der hat auch gesoffen. Hat er sie noch alle?
Weißt du was? Pass mal auf. Wir triggern mal den Drachen, hä? Naja, ganz so viele hat er jetzt noch nicht erwischt. Und zwar vor allem nicht die zwei, die ich eigentlich weghaben wollte. Hip hip hooray. Okay, gut, dann müssen wir halt hier nochmal hin. Der Arsch killt mich gleich hier, ja. So. Okay. So, dann pust noch mal eine Runde. Komm, oder laufen wir da durch. Weil da oben lang gehe ich nicht, mein Freund. So, den hier. Ach so, Ritter. Boah, Junge. Was ist los mit dir? Das finde ich jetzt irgendwie nicht witzig, ja? Komm mal her jetzt. Ich sag's euch, ja? Ein Stärkebild. Hätte ich den so weggeputzt, den Vogel. Ja, tschö. Ah! So, jetzt ist es aber positiv, ja, sag ich mal. Also das eine ist jetzt halt, viele Berichte zu sehen, dass die PlayStation 5 doch wieder irgendein komisches Soundproblem hat. Ja, sei es der Lüfter ist zu laut, sei es das Rasselt oder was weiß ich. Aber ich kenne jetzt halt mindestens zwei Leute persönlich auch, die mir auch Videos geschickt haben, wo, sag ich mal, sie wahrnehmbar ist, aber das in Ordnung ist. Ja, deswegen, das passt schon, ja. Ich hoffe halt inständig, ja, dass Sony es an dieser Stelle, also mich persönlich nicht wieder verärgert. Ja. Also ich fand das in der PlayStation 4, fand ich das unfassbar schlecht. Und ich finde, sowas darf man auch einfach nicht releasen. Eigentlich können wir die ja alle hier so liegen lassen, das ist jetzt egal. Wir laufen mal ein bisschen durch. Gute. So, aber wir schauen mal. Ne? So, ja, warum habe ich da noch keine? Relativ simpel. Ist auch kaputt da? Nee, noch nicht. Bei denen an der Kante trifft er gar nicht, ja? Boah, Junge. Lässt er jetzt nochmal, ja. So, jetzt laufen wir aber mal durch. Komm, Lumi, lauf! Oh, jetzt aber schnell da hoch. Ja, so ein Decksbild muss ich mich erstmal dran gewöhnen, ganz ehrlich. Das ist nix für schwache Nerven hier. So, komm mal her, Schmuggelhase. Alter! Das ist so. Ich werde nie wieder ein Deckspin spielen, ja? Ah. Furchtbar!
So, den hier hat da aktiviert. Ja, den Brüssel da einfach nicht weg, ne? Jetzt geht's ab hier. Oh Gott, hier liegen ja, hier sind ja noch 1000 Leute hier. Immer runterlaufen, den Knilch. Ach, die jetzt auch noch. So, aber der kommt ja wieder hier rein, ne? Das ist ja das große Problem. Das heißt, früher oder später müssen wir ihn schon killen, ne? Was gab es eigentlich hier oben? Wie schlecht man sich an alles erinnert, ne? Aber wir haben ja noch einen Bonfire, das ist doch mal schick, ja. So, ich kann gar nicht so viel lesen, was ihr alle schreibt, weil ich muss mich hier ein bisschen umgucken. Kleine Titanitscherbe. So, da können wir aber eigentlich von hier aus den Ritter so ein bisschen bearbeiten, oder? Und zwar, indem wir kurz zurückreisen, uns stärker machen. Genau, wo ist das hier? Genau, das ist der Turm. Okay, alles klar. Ja. In schönster Erklärbärstimme. Ja, das stimmt, Lili. Ich finde, du hast schon echt eine sehr angenehme, coole Stimme. Ja. Gut. Gehen wir nochmal gucken, ob wir irgendwie ein bisschen was zu verkaufen haben. Nicht kaufen, verkaufen. Ja, da unten ist was, ne? Machen wir das Fernglas. Na komm, wir behalten es mal. Ja. Welcome home. Very well. Then ignore it. So, gehen wir mal hier ein Stückchen weiter hoch. Farewell, Ashen One. Und dann gucken wir mal, ob wir denen hier nochmal was geben können. What need? Nee, da war nicht. Was war hier? Ach so, das Zuweisen, ne? Ja, das kann man ja. Das kann man ja jederzeit ändern, ne? Weil die Zuweisung ist ganz witzig, ja? Man kann hier halt in einer gewissen Weise erstmal. Erstmal ohne das eine oder das andere. Dafür braucht man nicht wirklich. Braucht man dafür ein Item? Wie ist denn die Zuweisung momentan? Warte mal. Wie war denn das? Ja gut, davon habe ich einen, davon habe ich vier. Boah. Was soll ich rüberschieben? Den Asche-Estus? Warte.
Ich muss sagen, dass ich manche Mechaniken einfach noch nicht kenne. Warte mal, ich muss mal kurz überlegen. Jetzt gucke ich halt auch viel in den Chat. Altbaubiker. So, schieb mal einen Asche-Estus noch rüber auf normal. Auf normal. Auf normal was? Ach so. Also meinst du hier den hier, ne? Das hier meinst du, ne? Den Estus-Flakon rüberschieben. Ja, das stimmt. Das kann man so machen, ne? Aber es kostet ja auch nichts, ne? Genau. Ja, die Zuweisung ist eigentlich ganz cool, ne? Aber trotzdem sehe ich jetzt nur 4 hier. Achso, muss ich das aufladen? Wahrscheinlich. Very good. Okay. Dann gehen wir mal oben auf den Turm. Und dann gucken wir nochmal, ob wir den Ritter nochmal ein bisschen ärgern können. Frank, nein, ich habe mir noch keine PS5 gesichert. Bleibt auch nach wie vor ein schwieriges Unterfangen. Weil, wie gesagt, hier nichts mehr auf dem Markt ist. Ja, und lustig war ja, ich habe ja tatsächlich die letzten 2 Tage versucht, mir eine zu sichern. Und dabei bin ich am Freitag spät abends habe ich noch an einen Reseller geschrieben, der tatsächlich zu einem annehmbaren Preis, also nicht irgendwie 300, 400 Euro mehr, sondern der hatte sie ausgepackt. Sie ausprobiert nach eigenen Angaben und hat sie für schlecht befunden. Naja, nee, andersrum. Und hat gesagt, ach, er will sie doch nicht. Ja? Und hat sie halt inseriert bei eBay Kleinanzeigen. Okay, dann habe ich halt ihn angeschrieben und er hat sofort reagiert. Sehr interessant. Nee, ich finde die PS5 auch hässlich, aber das ist egal. Sie steht ja nur da irgendwo in der Ecke. Dann habe ich ihn halt kontaktiert, er hat sofort bei mir gemeldet. Das war auch nicht verwunderlich, weil er wollte für eine Digital Edition plus zweiten Controller, was ja 470 Euro im Laden kostet, nur 500 haben. Mehr oder weniger 500. Da die Reseller natürlich daran interessiert sind, OVP zu haben, damit sie weiterverkaufen können, sind sie alle abgesprungen und da hat er natürlich mit mir gesprochen. Okay, da habe ich halt gesagt, ja gut, dann lass uns treffen. Aber, ich möchte verstehen, warum du sie nicht haben willst. Ja, er hat sich umentschieden. Wäre schon ein ganz tolles Gerät, aber bla bla halt. So, da ich die Berichte ja schon kannte, dass sie ja zum Teil leider furchtbar laut sind. Oder laut sein können, sagen wir es mal so rum. Ja, war ich halt ein bisschen verdutzt und da habe ich halt gemeint, du, aber wenn ich komme, und das war ja in der Nähe von Frankfurt, da habe ich gemeint, dann hätte ich aber gerne, dass wir sie kurz einschalten. Und dass wir sie testen bei dir. Ja. Leute, das war der Knaller. Ja, also der hat die angemacht und da kam direkt so ein und dann habe ich schon so geguckt, ne? Also dachte ich mir so, nanu, ja. Und dann haben wir ein Spiel eingelegt, ja, dann ging es so, das war mega gut und dann habe ich gesagt, und da habe ich gemeint, Alter, die ist kaputt. Und dann sagt er, O-Ton, ich höre nichts. Das war fantastisch, ja. Und da dachte ich mir so, du, aber sei mir echt nicht böse, aber die nehme ich wirklich nicht mit. Ja. Und er hat gesagt, nö, kein Problem. Das war echt geil, ja. Oh, der Ritter, guck mal. Gute. Ja, du hast schon eine geile Reichweite, bist ein toller Hengst. Bist du wirklich? Aber ich habe auch ein geiles Katana, mein Freund. Und jetzt trinke ich was. Oh, und dann trinke ich gleich nichts mehr, weil du mich tötest. Ach, roll doch, Blumort. So, tschüss. My friend. Nichts gedroppt, das finde ich jetzt ein bisschen peinlich, mein Gutster. Aber es war schon geil. Also ich höre nichts.
Nach die. Ja, genau. Frank, ich habe echt was gehört, ja. Das war, ja, da habe ich wahrscheinlich gedacht, oh Gott, ey, ja, das ist doch bestimmt dieser bekloppte Gloomord, der mir jetzt erzählen will, wie laut meine Konsole ist. Das ist doch bescheuert, ja. Hier, pass mal auf. Ganz dringend kurz Biopause. Ich park hier mal kurz, bin in 2 Minuten wieder da. So, da wäre ich wieder. Oh Mann. Ah, kurz Nachrichten gecheckt. Ja. Bei einer Mitarbeiterin von mir leider Corona-Einschlag in der Kita. Ah, das wird jetzt wieder ätzend für sie, ja. Oh Mann. Das ist irgendwie scheiße alles. Na gut. Machen wir mal weiter. So, Ritterchen haben wir zusammengeschlagen, so wie sie es gehört. Na, wirst du hier. Du wirst hier Pfeile schmeißen, mein Freund. So. Okay, wir müssen mal ein bisschen Progress machen, würde ich mal sagen. Und hier nicht so rumlunsen. Ja, ich sag mal, wenigstens den ersten Boss sollte man so... Oh, alter Schwede ist der schnell. Los mit dir. Und hier ist ja auch noch ein zweiter, der noch ein bisschen rumlunzt. Das Katana ist schon cool, aber... Ich habe immer das Gefühl, ich hau nicht zu. Ja, kennt ihr das Gefühl? Dass ihr irgendwo zuschlagt und irgendwas, irgendwie passiert nichts. Es kann ja sein, dass es später noch cool wird. Alles möglich. Aber es kann auch sein, dass ich irgendwann einfach mir ein Stärkebild mache und sag hier... Oh Junge, Junge, was hast du denn da? Eine helle Barde, mein Freund. Ja, das sind schöne Waffen. Ja, das sind Waffen für... Oh, warte mal. Ach, hier, der Knilch da hinten, der ist ein bisschen ätzend. Na komm. Der hat hier gerade so mehr oder weniger fast alles abgefackelt, ne? Oh, Rufmesser. Ach, gute. Ei, gute. So, den berühmten Kettenbrecher.
So, und jetzt kommt ja oben der erste lustige Boss, ne, wenn man den machen will. Oh, wer geht ins Bett? Ach, der Zette ist da. Mensch, Zette, mein alter Freund. Wo kommst du denn auf einmal her? Zette, die haben mich gezwungen, ein Deckspiel zu spielen. Das ist furchtbar. Ich komme überhaupt nicht klar. Ja. Und dann noch so einen komischen Ritter am Anfang. Ja. Oh Gott, oh Gott. Ja. Das ist alles nichts für mich. Das ist alles nichts für mich. So, da klettert noch einer rüber. Kommt auch noch einer an. So. Zette, für dich, was haben wir bis jetzt erreicht? Beim ersten Boss habe ich irgendwie 20 Versuche gebraucht, gefühlt. Total peinlich. Ich habe mir das Katana geholt von der Trulla, die Meister heißt und einen Bart trägt. Beim Feuerbannschrein. das haben wir gemacht. So, was haben wir noch gemacht? Ja, nur lauter tolle Sachen. Ja. So. Ah ja. Warte mal, den will ich erstmal haben. Nein, bleib hier. Oh, wo ist das Rindvieh da oben jetzt? Da oben ist er doch. Ja gut, ich meine, im Endeffekt kann er ja nichts. Nur so ein bisschen was. Weil mega unübersichtlich hier der ganze Mist. Und ich weiß gar nicht, wie man sowas so bescheuert designen kann. Eieiei, die Blumen heute. Ich bin, ich bin heute dieser Decksbild, ja. Gott, ey. Ja. Da habe ich mich auf was eingelassen. Also. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Ah, herrlich. Aber ihr wisst ja, Glumor ist immer entspannt. Ja. Und warum? Weil es ja einfach nur ein Spiel ist, ja. Nee, den Ritter mache ich jetzt nicht nochmal. Das ist ja albern. Der ist mir zu blöd. Warte mal, wo ging es denn hier? Da ging es doch lang. Ja, und das Geile ist, dass sie ja wirklich alle hierher rennen. Ne? Das finde ich allerliebst. Ja. Ich geh kaputt. Hau ab! Roll da rein, Glumot. Mann. Oh. Pass auf, den hauen wir jetzt. So, zwei sind weniger. Ich werde mich jetzt nicht heilen. Ich werde den jetzt alle killen. Ah, okay, gut, hat nicht geklappt. Ich kann kein Dex spielen, das ist. Ah! Nee, Henriette, das habe ich auch probiert. Das kann ich auch nicht. Das kann ich einfach nicht, ja. Das sind so Ultra-Probleme für mich. Ich kann es dir schwer beschreiben. Ich fühle mich da einfach nicht zu Hause, ne? Wenn du weißt, was ich meine. Ja? Mit einer guten Stärkewaffe, sag ich mal, hier durchzugehen, das ist für mich gut machbar. Ne? Da kann ich eher mal einschätzen, wenn ein Hieb daneben geht, wie sieht der nächste aus. Aber das hier, ne? Der Gegner blockt auch noch. Aber gut, komm, ich höre jetzt auf zu jammern. Das ist ja Blödsinn. Ja, sondern ich stelle mich jetzt der Herausforderung und werde sie annehmen. Ja. Ihr müsst euch halt ein bisschen mehr langweilen. Das ist halt dann, das ist ja euer Problem, ne? Ja, so kann man ihn auch machen, wenn man weiß, was kommt, ne? Wenn einfach vorher geht. Ah, herrlich. Na. Gut. Gehen wir mal weiter Richtung erster Boss. Das dürfte nicht mehr so weit sein.
Den Kristall-Lizard, den haben wir auch gemacht. Da unten wird es ja irgendwie weitergehen. So, jetzt kommt aber der große Witz, dass ich hier auch gerne immer nur Kacke baue. Ja, stimmt, von hier kommt so ein Knilch. Immer so ein bisschen quer rüber. Und da kommt einer noch rüber. So, jetzt reicht's aber. Du wirst mich jetzt nicht die ganze Zeit hier piesacken, mein Freund. So, wo geht's eigentlich hier runter? Das gucken wir uns gleich an. Das gucken wir uns gleich an. Wir sterben erstmal lieber woanders. hier gibt es auf jeden Fall Sachen. Da oben war auf jeden Fall was zu holen. Oh Gott, da ist noch so ein schwerer Ritter. Dann erstmal hier lang. Ja, das war klar. Da war da noch einer. Was bist du denn für einer? So, Schäben, Schäben, Schäben. Ach Gott, ey. Nein, ich bleibe jetzt beim Decksbild. Ich beiß mich da jetzt durch. Ich habe ja, ich hab's euch versprochen. Was hier Phase ist? Hier gibt's keine Phase. So. Kann man den eigentlich so ein bisschen ärgern? Es war klar, dass du mir jetzt blöd kommst, ne? Glimmert! Och, Junge, Junge. Raus kommst du eh nicht, oder? Ja, raus kommst du eh nicht. Ach, geil. Hier ist ja überhaupt kein Platz für den Vogel. Okay, wir gehen mal hier lang. Oh! Hörst du auf jetzt? Brandbombe. Breitschwert. Von Bloodborne, was soll ich sagen? Ihr braucht noch den, wann es mit PvP losgeht, ne? Oh Gott, warte mal. Wartet mal, wartet mal. Ich muss mir das alles mal ein bisschen angucken hier. Was ist das für eine Kiste? Okay. Sagt das Schild was? Ist glaube ich egal, oder? Das hat mehr Robustheit. Wobei die Schilder ja letztendlich ja irgendwann kackegal sind. So, ich glaube da unten, das ist wichtig. Die Jungs aber sind alle stark. Da ist was wichtig in der Ecke. Ne, das da ist wichtiges Item. Das ist, glaube ich, ein Estus-Shard oder sowas. Jetzt müssen wir uns aber erstmal die Köter uns holen. Ah, da ist ein Hund. Hey, kleine Titanitscherbe war das. Okay. Ist noch nicht so wichtig. Ich glaube doch das andere Item da drüben. So, die Jungs sind aber alle ein bisschen heftig. Also wie gesagt, bei einem Stärkebild
ist der tot. Sofort. Ja, ist das grausam. Und ich muss mit so einem halben Char spielen. Ich kann das nicht. Oh mein Gott, wo ging's denn hier runter? Ah ja, stimmt. Da sind die Fettis. Die lassen wir aber liegen. Da drüben müssen wir aber noch was holen. Das heißt, das ist nur so ein kleiner Ausflug. So, jetzt müssen wir aufpassen, dass wir nicht beide pullen. Sonst wird's unschön. Ja, räum du mal ein bisschen auf, Schokolase. Okay. Die Spieltaktik muss ein bisschen angepasst werden. Dann geht's vielleicht. Und ich finde bei einem Dex-Build staggern die halt so ein bisschen blöd, ne? Also. Aber gut, das wird ja alles noch. Das wird alles noch Gloomhaut. Komm. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Da war die Scherbe. So was. Okay, hier noch nicht runter. Wir müssen nochmal auf die andere Seite hoch. Da oben sind nämlich noch Items, die wir noch vielleicht einsammeln wollen. Die Fettis hier unten, keine Ahnung, die lasse ich gleich mal links liegen. Das ist ein bisschen unspannend. Dann wäre ja der erste Boss. Ja. So. Wie waren die Gloomhaut-Regeln? Wir müssen jeden mindestens einmal legen, oder was? Ich habe aber gar keinen Bock, den zu legen. Der ist mir viel zu stark. Kann man hier ein bisschen was kaputt machen? Ja, wir räumen mal ein bisschen auf, komm. Ach, alter Schwede. Ist auch noch so ein... auch noch so lange rummachen kannst hier, ja? Ja, ist klar. Na. Alter, was der Schaden macht. Ich habe nichts mal mehr zu saufen. Ja, das ist doch lächerlich. Oh, hier so mitten im Gang drinne sein, ist irgendwie doof. Warum lass dich mal backsteppen, du? Na also. Ja, tschüss. Ah, dass die auch nichts droppen. Ja, was soll das denn? So, ich brauche ja mit der Energie, die ich habe, ja eigentlich gar nicht weiterzulaufen. Also, was soll das werden hier? Ja. Ah, wo geht's denn hier runter? Aha. 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 So, wenn ich jetzt hier aber runterspringe, dann kann ich da nicht mehr mich abseilen. Naja, das ist doof. Okay, gut, dann gucken wir hier unten nochmal. Sterben wir halt, was soll's. 3 Backpfeifen hier. Wir machen jetzt einfach jeden Raum, den ich betrete, machen wir wie Equalizer. Ja? Stellen wir die Uhr auf 69 Sekunden und dann räumen wir auf. Ja? Und danach gucken wir auf die Uhr und sind ganz enttäuscht, dass wir länger gebraucht haben. Goldig, wie vorsichtig ich hier runtergehe, ne? Okay, ich meine, das sieht relativ tot aus. Okay. Also hier müssen wir nicht lang, ja. Der hätte parieren, ja. Aber stimmt. Man könnte versuchen zu parieren. Nur, ich bin auch so Bloodborne geschädigt. Deswegen klappt das noch nicht so gut. Ja. Aber mit der Zeit wird es besser. Keine Angst. So, wo ging es hier lang? Da. Achso, warte mal. Jetzt kommen die schon wieder hier angerannt, ne? Ja, hier bin ich. Nee, hier bin ich. Das ist doch...
Hi, Gude. Was mit dem hier? Wir leben noch nicht. So, jetzt können wir mal eigentlich... Nee, warte mal, wir können den hier schnell nochmal legen da oben. Weil wenn er liegt, liegt er. Das können wir stehen lassen. So, dann gehen wir hier lang. So. Oh, was ist jetzt mit den ganzen Items da unten? Tut es eigentlich weh, wenn ich hier runterspringe? Ich will mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so erinnern. Das sieht aber verdammt hoch aus. Hm. Och, die paar Items könnten wir ja schon einfangen, oder? Oh nein. Da war ja noch eine Zwischenstufe. Blut. Ich glaube, das hier holen wird jetzt ein Riesenfehler sein. Da oben liegt noch was. So, muss noch schnell. Noch eine Glut. Den Fetti mache ich jetzt nicht. Könnt ihr vergessen. Boah, Junge, Junge. Mitten in den Rücken, Alter. Ist dein Ernst? Boah, ich muss sagen, ne, ich meine, obwohl ich es ja schon mal, ja, gespielt habe, so mehr oder weniger. Es ist hart verworren, ja. Und zerschwungen, guck mal da. Oh, eine Meute. Ich find's immer so goldig, ne? Ich gucke in den Chat, ne? Kommt keine Reaktion, ne? Ihr wartet ja nur drauf, dass ich da reinlaufe und sterbe, ja. Warte mal, wahrscheinlich sage ich jetzt gleich wieder, wie geil das alles hier ist. Das ist doch eine Abkürzung, oder? Shortcut! Wolfmesser. Ah ja, okay. Warte mal, ich ahne was. Genau. Genau, ich ahne nix. Boah. Ich weiß nicht, was ich aufgemacht habe, ja. Ich drehe am Rad. Ja, ich glaube, das war mein Problem, ZDR, dass ich gleich gesagt habe, dass ein Fail-Through wird. Da kannst du nichts erwarten von mir, ja. Grandios, ja. Sowas von schlecht, ja, oh Mann, ja. So, ich habe keinen blassen Schimmer, was für eine Tür ich aufgemacht habe. Ach ja, du schon wieder, komm mal her. Ey, ey, ist gut jetzt. Irgendwann reicht's. Ja, was für ein Aufzug war das? Shortcut vom ersten Bonfire aus. Okay. Dann gucken wir mal. Junge, Junge, ist das anstrengend. Ich spiele wieder Bloodborne, das macht viel mehr Spaß.
Das ist hier, oder? Warum kenne ich die Seite noch nicht? Okay. Ah, da unten war es doch, oder? Okay, dann gehen wir mal hier eine Runde sterben. Alter, wer schießt hier? Ha! Guckt euch das an! Ich hab einen Pfeil im... in der Backe. Guckt am Hals raus. Das könnte wehtun. Ist das cool. Ja. Okay. Junge. Oh, das ist aber uncool. Der Herbert würde jetzt sagen, block doch, ja. Aber der Herbert, der kann mit mir Koop spielen. Der spielt das nämlich auch auf der Xbox. Der da oben schießt. Der Knilch. Helle Bade. Ja, warum nicht? Ja. So, Henriette. Ah, den Edge kriegen wir nicht zuerst. Ja, wenn man es halt nicht weiß, ne? Ganz ehrlich, ich fange gleich neu an mit dem Stärkebild. Das ist grauenvoll, ja. Grauenvoll, ja. Ich glaube wirklich, dass es mir so schlecht geht dabei. Dankchen. Weil ich etwas spiele, was ich nicht spielen will. Ich glaube, das ist wirklich der Grund, ja, warum ich hier kaputt gehe die ganze Zeit. Und das in einer Tour, ja. Okay. So, diesmal habe ich den Pfeil. Ja, komm her. Na was? Wir gucken mal, wie es wird mit den Twin Blades. Bis dahin können wir es ja mal machen. Und zur Not kann es aber passieren, dass die Gloomy hier dann doch noch was switcht. In your arms tonight? What? I just died in your arms tonight. Den meinst du, Song, oder? Ja, daneben, Knilch. So, wie war das jetzt? Was war denn der?
Alter. Alter. Nee, hau ab. Sag mal, gibt es hier auch so wie bei Dark Souls 2 so einen kleinen Roll-Gap irgendwie? Dass man rollt und irgendwie nicht rollt, oder? Wo will der denn hin? Das sagt die Henriette, hier oben gibt's nichts. Ja, hier oben liegt der Langbogen. Ja. Welcher, glaube ich, gar nicht schlecht ist für ein Decksbild. Und dann sagt die einfach, hier oben gibt's nichts. Ja. Einfach so. Sagt die das. So, wie geht denn das jetzt hier? Wo ist er denn? Nee, er würde es tatsächlich mehr mit Stärke skalieren, aber ist egal. Boje ist Boje. Ich jetzt noch wüsste, wie man den benutzt. Ah, hier. So, warte mal. So. Pfeile müsste man noch anlegen wahrscheinlich, ne? Sind noch angelegt. Okay. Irgendwie sowas. Irgendwie sowas. Was kann man hier machen? Nix. Okay. Also, Bogen haben wir uns geholt. Sehr gut. Ah, lass mal gucken, was sie so schreibt. Sehr geil, Henriette. Das stimmt, ja. Also hier nochmal den Satz von Henriette auf der Zunge zergehen lassen. Das stimmt, dummer Glumort. Okay, das habe ich jetzt dazu erfunden. Wenn man einen Dex-Spiel spielt, wie eine Stärke bildet, dann wird das nix. So ist es. So ist es einfach, ja. Aber gut, ich werde mich ja noch dran gewöhnen und wir gucken mal. Ja. Wenn es nichts wird, dann werde ich einfach anfangen, mir ein Stärkebild zu machen und dann machen wir den halt weiter. Servus, Air Manager. Grüß dich. So. So, irgendwie gab es vorhin Sprüche, ich hätte irgendwo was vergessen. Ich mache mal alles kaputt. Ich sehe hier aber nichts. Und irgendeinen Schlüssel hätte der Gloomhound vergessen. Ist alles möglich. Ich weiß momentan nicht, wo ich bin. So, den, also die Abkürzung hätten wir. Und viel rollen und viel ausweichen. Mhm. Das stimmt. Ja, ich meine, die ganze Macht oder die ganze Kraft des Deckspiels. Gott, ist das laut hier, wenn man hier durchrollt. Die wird sich ja vielleicht noch entfalten. Kann ja sein, ne? Kann ja sein. Oh, Junge. Ich habe euch ja resettet. Ja, aber dieses Hin- und Her-Gerolle ist auch nicht immer der Weisheit letzter Schluss. Das ist ein komischer Bild. Oh, grüne Blüte, das gibt Ausdauer zurück. Eigentlich ein gern gesehenes PvP-Item, wenn man so möchte. Da kann man sich immer so ein bisschen buffen. Okay, gut. Also, jetzt haben wir hier, genau hier runter. Hier liegt auch nochmal was. Ich muss immer alles einsammeln. Ich weiß, ihr würdet viel schneller durch das Spiel browsen, aber ich nicht. Kann man da rüberspringen? Oder kann man darüber rollen? Wie weit kann man denn springen? Ah, ich glaube, das wird nichts. Achso, den da kann man noch platt machen. Bevor er stört.
Gott, wie viel Hits ich bekomme in dem Spiel. Wahnsinn, ja. Also, alle haben ja immer so ein bisschen gesagt, Bloodborne wäre ja so ein bisschen hardcore schwer, ne? Aber das ist ja ein bisschen eigenartig heute, oder? Wir sind alt und dynamisch, ja. Nur die Knochen knirschen. So, das da drüben möchte ich eigentlich haben. So, wie geht das jetzt? Na bitte, geht doch. Ring der Opferung. Mhm. Ring der Opferung, das war doch... Stubier. Das war doch im Endeffekt so, wenn man das hat und stirbt, dann verliert man keine Seelen. Das Bier ist verdammt gut. Lagerbier hell, gefällt mir. Gegründet 1328. Älteste Brauerei Münchens. Finde ich gut. Ja, der Rentner-Stream, genau. Okidoki. So, den Fettwanz, den lassen wir jetzt einfach mal. Was wir jetzt tun würden, wir gucken mal, dass wir soweit alles freischalten, damit wir den ersten Boss machen können, weil ich glaube, der kommt ja gleich. So, die Ritterknilche, an die kann ich mich auch noch zu gut erinnern. Auf die habe ich auch keinen Bock. Ich glaube, du musst hier reingehen und quatschen. The wait has been long, unkindled one. I am Emma, High Priestess of Lothric Castle. Allow me to speak frankly. You will not find the Lords of Cinder here. They have left, gone, to their journey homes converging at the base of this castle. Head to the bottom of the high wall. Forge on through the great gate and raise this banner to proceed. Mhm. This farewell gift is for you. It is the insignia of an old covenant. If you fear trespassers, dark spirits drawn by the embers, then etch this upon your heart, and the old Concord will beckon noble blue sentinels to hunt these foul spirits. Unkindled one, head to the high wall's base. Go through the great gate and raise this banner to proceed. But beware, the dog keeps a close eye on things. The vile watchdog of the Boreal Valley. Hi Dome, Frank Lumart, aber du bist doch Hesse, oder? Hm. Ja, eigentlich Kroate. Da wohne in Frankfurt am Main, also bin ich Hesse. Unkindled one, head to the high wall's base. Go through the great gate and raise this banner to proceed. But beware, the dog keeps a close eye on things. The vile watchdog of the Boreal Valley. Unkindled one, was soll ich die Tante töten? Head to the high wall's base. Ja, die redet ja auch immer nur wirres Zeug, ja. Ja, Goethen, herrlich, ja. Kroatisch-griechische Kombo hier, Ili. Das wird ein Tanz, sag ich dir, du. Herrlich, ja. So, wer ist der Meinung, die sollte man töten? Köthen? Junge, Junge, Leute, was ist los mit euch, ja? So, warte mal kurz. So, warte mal. Die Flagge habe ich, ja, gerade von ihr gekriegt.
Wir können noch mal gucken, wo die Flagge ist. Sieht man das irgendwo? Hier, da ist die Flagge. Kleines Banner von Lothric. Ich weiß genau, wenn ich die jetzt haue. Wenn ich die jetzt haue, dass irgendwas jetzt hier geboren wird. Ja. Becken der Gelübde. Na dann. So, aber irgendwie kommt mir das alles so bekannt vor. War ja nicht irgendwo eine Leiter, die irgendwo runterkommt oder so? Ich höre schon Stimmen hier in dem Raum. Ganz ehrlich. Ja. Was ist das hier? Hier ist da irgendwas Komisches. Ah, hier ist zu, ne? Wie immer in der Kirche, ne? Wenn du denkst, hier, da geht's jetzt hoch, dann ist da einfach dicht. Ja. Hm. Gut. Okay, ich glaube, was mir beim nächsten Boss definitiv helfen wird, ist auf jeden Fall goldenes Kiefern-Dings. Das kann auf jeden Fall nicht schaden. Ich habe aber nur noch zwei Estus-Flakons. Jetzt habe ich nur noch einen. Das wird ein bisschen hässlich jetzt, aber wir probieren den Boss mal so. War nicht hier oben irgendwo ein blauer Ritter immer? Ja, das war so klar. Wisst ihr was? Das wird der geilste Bossfight ever. Weil ich gehe jetzt da unten ohne Leben rein. Also ohne Estus Flakon. So meine ich das. Man muss sich hier auch mal Ziele setzen. Ja? So, wartet. Gut, das Intro brauchen wir nicht, wir kennen ihn ja. Komm, du Knilch. Oh, der war scheiße. Der war auch kacke. Na ja, gut. Na gut. Es war ein Versuch wert. Und ihr könnt nicht mal sagen, dass das schlecht gewesen ist. Die Mucke dazu, ja, die ist herrlich. Das Problem ist, dass ich nur noch ein Harz habe und das ist ein bisschen nervig. Ja. Weil ich glaube, den mit dem Harz wegzuknilchen, das wäre, glaube ich, schon ganz praktisch. Nein, nein! Immer den Aufzug hochschicken, Glomot! Ich gehe kaputt, ja. Warte mal. Apropos Harz, ja. Warum nehme ich eigentlich die... Ja, hau ab. Ja, hau ab. Ich will dich nicht hier haben. Verzieh dich, du Blödmann. Nein, guck mal, wo hängt der denn jetzt? Ach, Glumort hier. Komm, hau ab jetzt. Ich will dich hier nicht. Du blockierst meinen Aufzug. Ey, Junge. Ja, geh ein Stückchen. Ja, brav. Ach, mein Lieber. Das ist doch nicht wahr, echt. Ich wette mit euch, der fällt jetzt hier runter. Nein, ich hab das Harz verballert. Ich gehe kaputt hier, echt. Ey, warum kann ich das jetzt nicht hochschicken?
Naja, komm, ist egal. Junge, Junge, ich bin so desorientiert in dem ganzen Spiel. Was mit dem Harz war richtig dämlich, weil das hätte ich echt gebraucht. Ja. Na gut, komm her. Lass uns eine Runde tanzen, mein Freund. Oh, oh, das ist nicht gut. Jetzt haben wir kaum noch Schaden. Das ist ein bisschen dämlich, aber gut. Dann müssen wir halt, sag ich mal, einigermaßen normal machen. Ohne ihn halt weg zu imbahnen. Uhuhu. Das ist ja... Komm, geh mal raus aus dem Ding. Ja, ja, ja. Okay, das müssen wir uns auch nicht geben. Ah, die Mucke ist schon geil. Junge, Junge. Das muss doch nicht sein. Nein, das muss nicht sein. Ach, kurze Orientierung verloren. Na gut. Na gut. So, kann ich irgendwo Harz kaufen? Nee, gell? Da, 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 da. Ach Gott, ich muss es halt immer schwierig machen, ja. Nee, Waffe werte ich nicht auf. Komm, der ist so easy, der muss so gehen. Ja. Okay. Eine Glut futtern. Dann haben wir auf jeden Fall mehr Leben, das ist richtig. Ja. So, bei der Alten im Schrein was kaufen wäre vielleicht auch möglich. Können wir nochmal gucken. Mal ein bisschen Seelen haben wir ja. Na gut, dann gucken wir einfach mal. Wobei ich mir nicht sicher bin, ob es jetzt schon in irgendeiner Art und Weise ja, Frank, ich mach das auch irgendwie, ja. Nur mit einem Stärkebild? Da wäre ich ja um sowas besser, ja. So, warte mal, jetzt verkaufen wir erstmal hier die Seelen, weil sonst können wir uns ja nichts kaufen. So, Gegenstand kaufen. Was hat sie denn? Die hat doch sowieso noch nichts. Nee. Brandbombe, Reparaturpulver. Irgendwie ist da noch nichts dabei, ne? Da ist einfach noch nichts dabei. Nee, ist jetzt auch nicht schlimm. Können wir uns noch aufwerten? Wir können noch mal gucken. Nee, mit 1400 Seelen kann man ja nichts machen. Fang nicht nochmal an. Henrietta hat schon Schiss, ja, dass ich hier nochmal anfange. Doch, wieso? Ist doch mein Stream. So, jetzt habe ich hier Seelen verpulvert für gar nichts. Ja. So, aber gut. Kriegen wir hin.
Wisst ihr, ich weiß, was das Problem ist. Ja? Das Problem ist, dass mir mein lieber Illy einfach seine PS5 nicht geschenkt hat. Ja, dann könnte ich das nämlich jetzt auf der PS5 spielen. Ja? Daran liegt das. Ja? Ich muss hier auf so einer schrottigen Xbox spielen. Nur weil er mir... Achso, zum... Die Henriette meint zum Meckern. Ah, Quatsch. Ja. Alles easy, Henriette. Komm. Du weißt doch, ich nehme die Sachen lange nicht so ernst wie manch anderer. Ja. Junge, was ist mit dir denn los? Ja. Was bei dir denn nicht richtig? Ja. Fahr runter. Oh, das war knapp. Nein, der fällt auf mich drauf. Ich kriege einen zu viel hier. Jetzt läuft er mir wahrscheinlich noch hinterher, ne? Nein, ich muss natürlich ein bisschen reinkommen ins Spiel. Das ist klar. Ja. Aber das kriegen wir schon hin. Mit der Zeit. So, guck mal, jetzt haben wir auch schon... Soll auch schon ein bisschen mehr Leben. Beziehungsweise ein bisschen mehr Heilungsmöglichkeiten. So, dann have fun. Der Bross zum dritten. So, soll ich mir noch meine hart erkämpften Sachen da holen? So viel waren sie eh nicht. Eigentlich ist er gar nicht so schwer, er hat halt nur irgendwann seine Eisphase, die ich halt nicht so richtig überlebe, immer wieder. Ja, und eigentlich, wenn man ein bisschen lockerer bleibt und nicht so nervös ist wie der Gloomhaut, dann kriegt man den eigentlich locker kaputt. Ja, also dann ist er eigentlich nicht so schwer, hier muss man durch ihn durchrollen. Hier auch. Und hier sollte man auf jeden Fall an ihn ran. So, jetzt sollte man wieder lockerer machen. Und vor allem nicht hinten in der Ecke stehen bei ihm. Ja, das war jetzt scheiße. Ja, das ist... Er ist eigentlich nicht schwer, ja, aber naja. Ich bin heute. Hi Negro, grüß dich. Ja. So, die Frage ist, wie viel Glut ich für den noch verballer, ja. Wobei, ich probiere es jetzt nochmal ohne Glut. Ja, das, weil eigentlich muss das reichen. Das muss reichen. Das geht gar nicht anders. Na, es war ja klar, dass mein Knilch wieder reinkommt. Oh, der geht weg. Ja, die Mucke ist geil. Das ist definitiv. So, jetzt aber mal das Ding hier mal nach oben schicken, weil sonst nervt es die ganze Zeit. Ja, Frank, gleich wird noch ein Bierchen geholt, weil für den Bross brauchen wir schon noch ein bisschen länger, ne? Ist mein Freund Joltinjo eigentlich noch hier dabei? Die paar Kröten, die ich hatte, die hol ich mir wieder.
der steht manchmal so ein bisschen uncool. Ja, das ist auch ein bisschen uncool. Ja, von der Keule darf man sich halt einfach nicht erwischen lassen, genau. Einfach nicht erwischen lassen, Bloomord. Dann ist auch alles gut. Das Beste ist immer, wenn man sich gar nicht von ihm erwischen lässt. Oh nein, nein, in die falsche Richtung gerollt. Ach, da hätte ich jetzt hingemusst, aber gut, jetzt ist doof. Ja, aber so, da kann man halt richtig Schaden machen, wenn er das jetzt hier raushaut, aber gut. Versuchen wir es mal so. Nein, 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 hau ab. Hau ab. Ist auch was. Ey, das gibt's doch nicht. Na! Ich beiß mir gleich die Hand ab. Ja. Grauenvoll, Leute. Wirklich. Aber ihr habt recht. Die ersten Bosse, ja, kriegt der Klumon einfach nicht hin. Ja, wenn der Dexbild irgendwann mal sitzt, ja, dann gehe ich da rüber zu dem Drachen, sag kurz, Servus, grüß dich. Ja, und dann knall ich ihn einfach weg. Ja, genauso werde ich es machen. Oh, fahr. Oh, das war so klar wieder. Ey, Alter, hau ab. Dann kannst du wieder hochfahren. Vor allem kostet mich dir schon wieder Estus Flakon. Das nervt. So, jetzt bloß kein Kratzer mehr abkriegen bis da unten, weil das wäre jetzt uncool. Was meinst du, jetzt hätte ich nicht einloggen? Ich weiß nicht. Ich kam immer mit dem Einloggen irgendwie besser klar bei ihm. Die Frage ist, ob sich die Waffe doppelt tragen so viel mehr lohnt. Das ist vielleicht noch eine Frage, die man sich stellen kann. Ich meine, die erste Phase. Ja, komm, was machen wir jetzt? Ein Tänzchen oder was? Geht ja eigentlich immer, ja? Nur dann, irgendwann. Also jetzt die Phase, das ist halt jetzt. Ja, da hab ich's verpeilt. So, und da hätte ich rangemusst. Das ist doof. Um den Schaden zu machen, aber gut. Dann heilen wir uns halt hoch. Alter Schwede. Voll verpasst. Ja, komm. Fuck. Okay, kein Estus-Flakon mehr. Jetzt müssen wir halt so durch. Jetzt müssen wir einfach mal so durch. Warum hat mich das denn getroffen? Wahnsinn. Ja, da kann ich wieder nicht hin. Ich mach den jetzt einfach so platt. Ja, ist doch logisch. Ja. Ha!
Ja, ich breche ins Essen, ja. Ja, es hätte, ja, es ist auf jeden Fall eine Idee, definitiv. Aber wie gesagt, ich habe bei ihm einfach das Gefühl, wenn man ihn anvisiert, dass es einfacher ist. Ja. So, wer hat mitgezählt? 10. Versuch, 30. Versuch. Guck mal, wir haben schon 6 Zuschauer weniger. Das heißt, die finden mich alle scheiße. Was ich übrigens komplett nachvollziehen kann, ja. Ne, 5, oder? Der Zettel ist noch ein bisschen müde hier. Der weiß nicht, wie viel ich schon gemacht habe, ja. Jolle, den einen Versuch noch und dann machen wir eine Pingelpause, okay? Was will ich eigentlich mit den ganzen Seelen? Die taugen doch eh nichts. Ah, nee. Jetzt geht er da in die Ecke. Komm da raus jetzt. Komm. Ja, so ist brav. Komm mal in die Mitte. In der Mitte mag es immer ganz gut mit dir. Das kann doch nicht wahr sein. So, jetzt gibt's eine Pipi-Pause. Ich hab die Schnauze voll. Bis gleich.
So, ihr Großen. Glumert ist wieder da. Und obwohl Glumert, ja, noch nichts gerissen hat heute Abend, ja, hat Glumert jetzt noch mal was zum Feiern. So, und zwar möchte ich, dass ihr alle, wirklich alle, ja, jetzt mal The Yolten Joe mal so richtig abknutscht, ja, und ihm ein ganz, ganz fettes Dankeschön gebt, ja, weil wir haben heute den ganzen Tag miteinander gequatscht und siehe da, das, was er heute angekündigt hat, hat sich tatsächlich bewahrheitet. Aus seinem Bekanntenkreis gibt es jemanden, der möchte die PS5 doch nicht haben. Er hat eine OVP PS5 für mich heute Abend noch zum Abholen bei mir um die Ecke. Ist das der Knaller? Das ist der Knaller! Ja, also wirklich sehr, sehr geil. Yolten Joe, ich freue mich riesig. Ja, vielen, vielen Dank, ja, dass du an mich gedacht hast, als du erfahren hast, dass ein Bekannter vielleicht doch wackelt. Ja, und ganz, ganz großes Dankeschön. Wir sind ja quasi Nachbarn hier. Ja, wir sind nicht weit voneinander entfernt. Und deswegen sage ich jetzt mal, wenn es okay für dich ist, ich knall den Boss jetzt noch weg. Einfach mal so eben schnell. Und dann würde ich mich ins Auto setzen und würde dann mal schnell zu dir rüberdüsen. Das heißt, bete dafür, dass wir den Boss jetzt jetzt schnell wegkriegen. Ja. Und dann komm schnell rüber. Ist das fein für dich, ja? Nee, wirklich sehr geil. Ja, freut mich, ja. Also, ich hab ja heute, Yolten Joe heute gesagt, ja, also, ja, ich bin ja so ein bisschen am Wackeln und, weil wir in den schlechten Berichten und das Rasseln und hast nicht gesehen. Jetzt hat aber Illy mir ja von sich her, von seiner ja Videos geschickt. Yolten Joe hat mir von seiner Videos geschickt. Und ich meine, das ist in Ordnung, ja, wie die geklungen haben. Jetzt hoffe ich natürlich, dass die original verpackt da ist, dass die halt auch genauso ist. Ja, das wäre natürlich ein mega Traum. Weil wenn das passt, dann ist cool, dann hole ich mir auf jeden Fall Demon's Souls, ja. Und natürlich werden wir dann auch mit Sicherheit auch Demon's Souls mal spielen. Henriette, ich würde jetzt erstmal bei Dark Souls auf jeden Fall bleiben, aber ich hatte ja auch gesagt, man kann ja auch mal einen kleinen Wechsel machen, ne? Mal ein bisschen hin und her switchen, etc. pp. Ja, so, damit, Yolten, damit du jetzt nicht die ganze Nacht auf mich wartest, ja. Ja, sag doch jetzt nochmal so ganz schnell, wann ich spätestens bei dir sein dürfte, ja? Jetzt haben wir 22.22 Uhr. Wenn wir den Boss, sag ich mal, bis 23 Uhr noch probieren und ich dann ins Auto setze, dann bin ich ja so in 20 Minuten bei dir. Wäre das okay? Sehr geil. Sehr, sehr geil. Ich freue mich wirklich, ja? Also hätte ich nicht gedacht, dass das noch klappt, aber grandios. Okay, mal gucken, ob mich das ein bisschen beflügelt. Ja, und ich vielleicht jetzt endlich mal richtig so spiele, wie Dark Souls auch immer gedacht ist. Ja, nämlich halt Imbanes in Person, der Glumort. Ja. Und hoffentlich rasselt sie nicht. Das wäre so traurig. Ne? Ich freue mich jetzt hier wie so ein kleines Kind, ja. Illy, Koop. Nee, du. Mit dir nicht. Ja, das ist geil, ja. Wenn ich den nächsten Try nicht packe, auszusehen, Schredder. Ah, wie geil. Aber da machst du bitte ein Video von. Ja, das wollen wir dann schon sehen. Ja. Ich glaube, dem Frank Bayer wird dann das Herz bluten, ja, wenn du eine PS5 durch den Schredder knallst, ja. Ah, je. Jetzt bin ich so aufgeregt,
dass ich hier nichts mehr treffe, ne? Oh, oh. Oh, 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 oh. Okay. Ein bisschen konzentrieren. Aber momentan so ein neues Move-Pattern, das mir irgendwie gar nicht gefällt. So, next Phase. Okay. Ah nein, nicht treffen lassen, Puma. Steh auf. So, pass. Sterb, du Sack! Ja, ich hol die PS5! Ach Gott, hättest du es nicht früher sagen können? Ja, da hätten wir nicht so viele Versuche gebraucht. Junge, Junge, Junge. Ja, war das eine schwere Geburt. Wenn man die richtige Motivation hat, dann geht das doch. Ja, dann geht das hervorragend. Ja, Leute. Leute, passt auf. Ihr seid mir wirklich nicht böse, oder? Aber ich werde jetzt mich hier ausklinken. Keine Panik. Ja. Auch wenn ich eine PS5 jetzt kriege, ich gucke mir das alles erstmal an. Ja. Aber ich würde jetzt wirklich sehr, sehr gerne zum Joltin fahren. Vielleicht gibt es die Woche irgendwie vielleicht schon eine erste Demon's Souls Session oder sowas. Mal gucken. Ja, aber irgendwie, ich warte den ganzen Tag drauf, hatte immer so eine kleine Vorfreude und cool, dass es geklappt hat. Ansonsten, vielen lieben Dank, dass ihr dabei wart. Das hat mega gar keinen Spaß gemacht heute. Ja, weil ich nur einfach total schlecht heute war, aber das ist ja das, was mich auszeichnet. Ja, ich kann über mich selber lachen, ja, und es macht schon Spaß. Okay, also, seid mir alle gegrüßt. Glomot hat euch lieb. Haut rein. Joltin, ich melde mich gleich über WhatsApp bei dir. Dann gibst du mir deine Adresse durch und dann düse ich los und dann geht's ab. Ja, alles klar. Macht's gut. Ciao, ciao.